Heute dreht sich bei mir alles um den Paradeiser. Und dazu habe ich mir einen speziellen Gast eingeladen, Markus Panagel aus Wien-Simmering. Guten Morgen, Markus. Ich freue mich, dass du hier bist. Du hast mir einiges mitgebracht, weil du baust diese spezielle Sorte an. Ganz genau, das ist die Spezialität Ochsenherzparadeiser. Wir machen das bei uns im Betrieb seit etwa 15 Jahren. Ist wirklich eine Spezialität, ist die letzten Jahre wieder sehr populär und interessant für die Kunden geworden, weil es einen ganz einen besonderen Geschmack hat. Die Spezialität ist, dass eben von innen nach außen reift. Deswegen kann man es leicht grün schon essen und konsumieren, weil es so wirklich geschmacklich gut ist. Ich wollte gerade sagen, ich war schon ein bisschen beleidigt, dass du mir unreife Paradeiser bringst. Das heißt, das ist jetzt essfertig? Ist absolut essfertig. Wenn man den aufschneidet, sieht man, dass er in der Mitte von innen nach außen durchfärbt. Er ist in der Mitte roter und ich esse auch nur so. Sie sind geschmacklich ein bisschen intensiver und frischer und erfrischender, wenn sie ein bisschen noch hellere Farbe haben. Sie haben, glaube ich, weniger Kerne, oder? Ja, ganz genau. Sie haben auch weniger Kerne und sie haben sehr, sehr hohe, sehr viel Fruchtfleisch und ein wenig Wasseranteil. Das heißt eben, wenn man es ganz rot werden lässt und einkocht, hat man nicht so, wie es bei Paradeisos oft ist, oben ein Wasser, das sie absetzt, sondern das ist bei der Frucht nicht. Da hat man viel mehr Fruchtfleisch. Das heißt, Markus, du hast gesagt, die sind wieder in Mode. Für mich ist das eigentlich relativ neu. Also seit ein paar Jahren kenne ich die Ochsenherz-Paradeiser. Gab es die früher auch schon in Österreich? Gab es grundsätzlich schon. Die Sorte ist über 100 Jahre alt. Eben ist wirklich was ganz was Altes. Ist aber eben bei uns die letzten, sage ich mal, Jahrzehnte eher in Vergessenheit geraten und jetzt eben wieder sehr in Mode gekommen. Und wieso habt ihr euch ausgerechnet dazu entschieden, das zu machen im Betrieb? Na, grundsätzlich sind wir ein Betrieb, schon mein Vater und auch schon mein Großvater haben immer wieder Versuche gemacht mit speziellen Paradeisern, mit speziellen Früchten, mit speziellen Sorten. Schon vor 30 Jahren hat das mein Opa probiert mit Sortenversuche und so sind wir auf die Ochsenherzen gekommen und haben das halt weiterhin fokussiert, weil wir gesehen haben, da ist ein Bedarf da und das schmeckt den Leuten, das ist auch was Gutes. Sind wir deinem Großvater sehr dankbar? Absolut, ja. Jetzt zeigen wir mal, weil wir gerade gesprochen haben, wie vielseitig der Ochsenherz ist. Was man daraus machen kann, wir machen heute eine gefüllte Ochsenherztomate, einen gefüllten Ochsenherzparadeiser und zwar mit Couscous. Das ist etwas wirklich Tolles für den Sommer. Kennst du Couscous? Sicher, habe ich sehr gern, ja. Sehr gut. Dann können wir gleich loslegen. Starten. Du bist voll eingespannt. Jawohl. Bereit? Absolut, machen wir. So Markus, jetzt ist eigentlich die Fülle fertig, jetzt kommt der spannende Moment, ist unser Couscous durch? Ja, schauen wir mal. Bereit? Oh ja, schau. Herrlich. Schön schaut aus, oder? Super, jetzt tun wir nur noch die Zitrone raus. Schwupp. Du kannst das ein bisschen umrühren. Mhm. Bitteschön. Und jetzt, Markus, jetzt tun wir einfach alle Zutaten für die Fülle zusammen, sprich den Couscous zum Gemüse, die Petersilie dazu, dann vermischen wir das alles, ein bisschen Parmesan und dann würzen wir und dann sind wir eigentlich fertig. Dann füllen wir das nur mal in deine riesigen Paradeiser. Genau. Ja. Gut, also. Dann los geht's. So, einer der schönsten Momente. Jetzt kosten wir. Dankeschön. Köstlich. Oder? Super. Wirklich herrlich, ja. So, diese Zitronensäure. Ja, der Zitronengeschmack ist herrlich. Wenn man so viel Zitrone verwendet, braucht man nicht so viel Salz. Stimmt, ja. Ja, das wird man. Das Einzige, was ich jetzt noch mache, ich gebe noch einen Schuss Olivenöl dazu. Dann biegt es ein bisschen besser als Fülle. So, nur ein bisschen. Und dann geht es schon ans Füllen. Dafür wirst du jetzt die Tomaten bearbeiten.
So, Markus, das schaut wunderbar aus. Genau wie wir das wollten. Es ist nur brennheiß. Schau. Ja, aber schaut herrlich aus. Oder? Bisschen braun oben, köstlich, ja. Deine Tomaten mal in einer anderen Form, oder? Ja, so hast du es wahrscheinlich noch nicht gegessen. Eigentlich nicht, ne? Schau mal, da geben wir noch ein bisschen Petersilie drüber. Weil die ist ja auch drin, das passt super. Und man kann das Ganze auch herrlich kalt essen. Mhm. Im Sommer gerade. Ja, kann ich mir vorstellen, ja. Das ist perfekt. Und dazu habe ich mir überlegt, gibt es einen kräftigen Rotwein aus dem Burgenland? Da hast du sicher nichts dagegen. Nein, gar nicht. Ein bisschen mehr. Das ist vom Gesellmann aus dem Burgenland. Eine Cuvée, die ist an sich sehr bekannt. Opus Eximium heißt sie. 2019 ist der Jahrgang. Ja, genau. Das ist Blaufränkisch, St. Laurent und Zweigelt. Also durch und durch österreichische Rebsorten. Mhm. Und auf eine Art und Weise zusammengebracht, die ich jedes Mal irgendwie sensationell finde. Ja. Der ist so rund und so. Also wahnsinnig gut und passt wirklich gut dazu. Ist noch relativ jung, ein 2019er. Den kann man auch herrlich liegen lassen. Aber dazu passt diese jugendliche Frische jetzt perfekt. Ja, kann ich mir gut vorstellen, ja. So, jetzt werden wir das nur noch ein bisschen überkühlen lassen und dann geht's los.